So viel zu schauen. Obwohl das eh noch ein bisschen dauert, bis ich die Folge hier hochlade. Mein Gott, es ist doch schon extrem anders als Storm 4. Und ich meine jetzt nicht von der Grafik oder so, sondern einfach vom Spielgefühl. Dann gehen wir mal zur Sand Grot. Ja, lasst mich alle in Ruhe. Und nach der Sandsturmwüste müsste ja die Sandgrotte kommen. Oh nee, doch nicht. Vergiss es. What is this? Wer bist du denn? Oh, ein Holzklon. Rock Lee. Ich müsste mich sehr irren, aber ich glaube, das Teil in der Mitte ist die Sandgrotte. Also ihr müsst wissen, mein erstes Naruto-Spiel war Alten Ninja 2 und dann, ich weiß noch damals, das waren noch Zeiten, ich habe, da war Internet noch relativ Neuland für mich. Also wo ich Alten Ninja 2 gehabt habe, da habe ich noch kein Internet gehabt und dann habe ich Internet bekommen und dann habe ich auf der Namco Bandai Naruto-Seite Naruto Alten Ninja 3 gesehen. Und hab mir das Gameplay-Video dazu angeguckt und da war ja schon Naruto Rise of a Ninja draußen für Xbox 360. Und ich hab mir das angesehen, also Rise of a Ninja, und mein Kumpel hatte eine 360. Und da war ich doch so voll neu im PC-Gewerbe, sag ich mal. Ich muss eben pausieren, ich muss es erzählen. Und ich war so total neu im PC-Gewerbe und hatte einen Game Boy Advance-Emulator gefunden und war so voll überrascht, dass das so flüssig läuft. Ich brauche hier gar keinen Game Boy Advance, habe ich mir so gedacht. Und dann habe ich gedacht, es gibt doch bestimmt einen Xbox 60 Emulator, wo ich dann Naruto zocken kann. Gab's natürlich nicht. Gibt's ja jetzt gerade mal, der noch nicht mal halbwegs fertig ist. Und das war damals 2007, glaube ich. Also vor 10 Jahren sogar schon. Und ja, ich wollte es unbedingt immer haben. Er hat sich's nicht geholt. Und ich wollte es immer spielen und ja, mittlerweile habe ich es gespielt und es ist ehrlich gesagt das beste Naruto-Spiel, was ich jemals gespielt habe. Außer The Broken Bond, das war auch richtig, richtig gut. Aber egal. Auf jeden Fall, dann habe ich diesen Trailer gesehen von Alten Ninja 3 und man kann da ja auch free roamen. Obwohl das in Rise of a Ninja nochmal tausendmal geiler ist, aber egal. Ich habe das gesehen und ich war so auf dieses Spiel fixiert, ich wollte sowas von haben. Und dann, ich war so ein Gutmensch damals, ne? Dann habe ich das Spiel bekommen von meiner Mutter, die hat mir das dann bei Saturn gekauft. Da war das halt hier. Und dann hat mein Kumpel so gesagt, weil wir uns wollten uns an dem Tag treffen, hat er gesagt so, ja, Dingens, du kannst von mir aus zu Hause sein und das zocken. Also wir können das verschieben. Und ich so, nein, ich komme zu dir. Dann habe ich bei ihm halt gespielt und zu Hause habe ich das Spiel sowas von totgesuchtet, Mann. Und das hat so Spaß gemacht. Und ja, that is that. Und das Spiel war gut. Und wie gesagt, 2 Stunden Story ist miserabel. Aber die Story ist halt eine Anlehnung von einem der OVAs. Und ich glaube nicht, dass das hier die Sandgrotte ist. Also habe ich mich doch vertan. Ich gehe einfach mal nach da oben links. Denn wenn ich mich noch richtig erinnere, war oben rechts das, wo Itachi war. Also das das Flussreich.
So, das hier müsste gleich die Sandgrotte sein, wenn ich mich recht noch erinnere. Aber das habe ich ja gerade auch schon verschissen. Also vielleicht auch nicht. Doch. Das ist die Sandgrotte. Gut. Hallo, Kleiner. Wer seid ihr denn? Ich wette, du willst das Paket stehlen, das der nette Kaufmann hier gelassen hat. Paket? Ha! Was ist daran so lustig? Du Idiot, hier gibt es kein Paket. Was? Du wurdest reingelegt, der Kaufmann arbeitet mit uns zusammen. Arbeitet mit euch zusammen? Genug geredet, gib uns deine Wertsachen. Dieser Kaufmann hat mich aufs Kreuz gelegt. Also dann, Leute, schnappt ihn euch! So ein Piep. Hat uns einfach verarscht. Na gut, aber die sind ja kein Problem für mich. Jo, die haben ja ganz schön viel AP. Vielleicht habe ich sie. Jo. Also, die waren stark. Das muss ich fansquare sagen. Oh Gott. Der Kaufmann muss dafür büßen, dass er dich getäuscht hat. Kehre schnell nach Sunagakure zurück. Allerdings wimmelt es draußen nur so von Banditen, also sei vorsichtig. Okay. Hier ist ein Holzklon. Wieder ein Kankuro. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt okay ist, wenn ich die Dialoge vorlese oder nicht. Damals wurde ich dafür ziemlich krass gehatet, aber damals war meine Stimme auch noch die eines Kleinkindes mit diversen Krankheiten. Und deswegen kann ich es auch voll nachvollziehen, dass das ja nicht so positiv aufgenommen wurde. Aber das ist, denke ich, mittlerweile komplett anders. Also klar, meine Stimme ist far from being deep. Far from being ja, tief halt. Und ja. Aber mit, ich würde trotzdem noch gerne vorlesen. Aber ja, muss nicht sein, wenn ihr lieber den Japanese Dub hören wollt, dann ist das nicht schlimm. Mann, was ist denn los? Hauptsache, es reicht für schwerer Schaden. Ja, jetzt müssen wir nach Suna zurückeilen. Denn der Mann mit der Ware hat bedroht. Oder zumindest seine Leute. Warum hat er mich verarscht? Ich meine, guck mal. Ich bin ein ganz normaler Bürger. Ich will doch nur einen Reisepass. Der Mann hat mich verarscht. Und jetzt bin ich ganz umsonst hingelatscht. Hab auch noch seine Kumpel misshandelt, dass sie wahrscheinlich nie wieder kämpfen können, weil sie so krass verwundet wurden. Und jetzt sind auch noch alle seine Fuzzis überall hier verstreut. So dass ich komische Routen gehen muss.
Ich dachte, der orangene Punkt. Ich hoffe, der rennt mich nicht hinterher. Ich dachte, der orangene Punkt, der war ein Holzklon, den ich ja schon besiegt hatte. Nämlich Lee. Aber das steht da immer noch. Habe ich irgendwas verpasst? Hä? Jetzt ist es geil. Hä? Darauf erstmal einen Schluck. War der da vorher auch schon? Ich habe nämlich nur einen gesehen. Ob man sich damals schon gedacht hat, dass Guy jemals die, also die kompletten 800 Tore öffnet? Also ich hätte es nicht gedacht. Hätte man damals noch gedacht, dass er im Rollstuhl endet? Ich hätte es nicht gedacht. Mann! Die werden aber immer schwieriger. Also ja, das ist jetzt noch keine Herausforderung, aber trotzdem. Obwohl er mich... Er ist, glaube ich, der erste Holzstuhl, der mich in die gelbe HP... der mir gelbe HP geben könnte. Oh, damn. Gut ausgewichen. Maito Guy. Oh, noch sind wir grün, noch sind wir grün. Oh, er hat's geschafft. Ah, okay, aber das Spiel lässt nicht zu, dass wir einen anderen Ugi machen als den normalen. Sonst könnte ich jetzt nämlich in Vierschützen verwandeln. Ja, lässt es nicht zu. Ah! Ich dachte... Okay, jetzt habe ich nicht mal schweren Schaden bekommen. Ich dachte, bei diesem erhöhten Schwierigkeitsgrad ist er vielleicht schneller. Oh nein! Er ist doch nicht mehr tot. Der Gnadenstoß. Egal. Ja, also Tatsache, das war bis jetzt der stärkste Holzklon von allen. Also wie gesagt, keine Herausforderung, wenn man den Überlebensmodus von dem Spiel kennt. So ab Kampf 70-80 David's hart. Dagegen ist der gar nichts. Aber schon fortgeschritten. So. Oh, oh, oh. Okay.